Schönen guten Abend aus Potsdam. Werte Zuschauer, herzlich willkommen zum Online-Bürgerdialog hier aus den Räumen der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Heute mit zwei Abgeordneten aus dem Landkreis Spree-Neiße. Daniel Münschke aus Guben und Michael Hanko aus Spremberg sind heute für Sie da, für Ihre Fragen da. Also alles, was Sie interessiert an der Politik der AfD in Brandenburg, können Sie unten in die Kommentare schreiben. Wir greifen dann Ihre Fragen im Laufe des Bürgerdialogs gern auf. Jetzt wünsche ich Ihnen dabei gute Unterhaltung und hier sind Daniel Münschke und Michael Hanko. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich begrüße euch recht herzlich zum Livestream und freue mich auf die Fragen, die ihr dann stellen werdet. Ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Zum Einstieg, wie erlebt ihr gerade die Corona-Zeit mit allen Einschränkungen? Wie geht's euch dabei? Ja, also ich muss mal sagen, viel mit Urlaub ist im parlamentarischen Bereich nicht, weil ich muss mal sagen, wir sind auch kommunalpolitisch unterwegs und da gab es Sondersitzungen im Kreistag, Sondersitzungen bei der Stadtverordnetenversammlung und dadurch ist wenig Zeit für Urlaub. Dann ist es ja im Moment auch so, dass man den Urlaub nicht so richtig genießen kann, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen ja doch sehr viele Einschränkungen sind und man sich nicht überall frei bewegen kann. Nicht? Also von daher verbringen wir den Urlaub im Garten, arbeiten Sachen auf und widmen uns der parlamentarischen Arbeit. Genau, Michael hat es ja gerade schon angedeutet. Also heute stehen zwei Parlamentarier quasi des Landtages Brandenburg hier, die bisher und ich glaube auch jetzt in Zukunft weniger in den Urlaub fahren werden in diesem Jahr. Zum einen natürlich aufgrund der Corona-Beschränkungen, die immer noch, sag mal, weltweit vorherrschen. Und zum anderen natürlich, wie Michael es auch gerade richtigerweise gesagt hat, wir haben viel auch im Ehrenamt, also auf kommunaler Ebene Sitzungen, haben Sonderkreistage. Michael Hanko und ich sind gleichzeitig im Kreistag Spree-Neiße aktiv. Dort gab es vor kurzem eine Sondersitzung aufgrund des zu erwartenden und jetzt umzusetzenden, besser gesagt, Strukturwandels, Strukturentwicklung. Und damit beschäftigt man sich halt in der plenarfreien Zeit. Und als Abgeordneter des Landtages Brandenburg kommt natürlich dazu, dass man jetzt auch die Zeit mal ganz aktiv nutzt, um in den Wahlkreisen unterwegs zu sein, um sich mit Unternehmern zu treffen, die besonders hart getroffen wurden durch die Corona-Pandemie, wo es die Möglichkeit gibt, auch mal mit Verbänden ins Gespräch zu kommen außerhalb des parlamentarischen Betriebes. Und da sind wir sehr aktiv und deswegen ist an Urlaub zumindest gegenwärtig eher weniger zu denken. Dann kommen wir zur ersten Frage unserer Zuschauer, die auch schon im Voraus hier eingetroffen sind. Merkel hat eine millionenschwere Sonderzahlung an Ostdeutschland durchgesetzt. Kauft man sich so Wähler? Ja, also ich denke mal, die Kanzlerin ist froh, dass sie das machen konnte, weil sie merkt, dass in den alten Bundesländern ihr die Fälle doch etwas wegschwimmen. Aber man sollte das natürlich auch mal genauer betrachten. 650 Millionen Euro für die ostdeutschen Bundesländer auf 7 Jahre verteilt. Und wenn ich das runterrechne, nicht, dann komme ich auf 92 Millionen ungefähr im Jahr, auf 5 Bundesländer aufgeteilt, da bleibt nicht mehr viel Geld übrig. Sag ich mal, da kann Brandenburg vielleicht 2 Kilometer Autobahn bauen zusätzlich, für mehr wird es nicht reichen. Dann sind ja nochmal so 650 Millionen im Umlauf gewesen, um Strukturstärkung und ländliche Entwicklung zu machen. Nicht, da muss man auch mal sagen, ländliche Entwicklung, alles schön und gut. Wie gesagt, man sollte sich von den Zahlen nicht täuschen lassen. Eine Schule heutzutage kostet zwischen 30 und 80 Millionen, je nachdem, wo sie gebaut wird. Und wenn man auch diese Summe wieder teilt, dann wird sich sicherlich jedes Bundesland über die 2 neu zu erbauenden Schulen sicherlich freuen. Es ist sicherlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber man sollte sich jetzt wirklich nicht von der Summe blenden lassen und so tun, als ob die Kanzlerin hier der Heilsbringer ist. Also für die Schulden, die das Land dadurch aufnehmen muss, nicht, weil irgendwo werden wir es ja sicherlich auch wieder finanzieren. Das ist ja nicht so, dass wir nur was geschenkt kriegen. Wir sind nun mal der Superzahler in der EU und was man vorne rauskriegt, muss man hinten irgendwo wieder reinstecken. Du hast es gerade richtig angesprochen, Micha. Du hast ein bisschen auch abgezielt auf die EU-Ebene. Da möchte ich vielleicht gleich ganz kurz mal drauf eingehen, denn auch im Landtag gibt es so die eine oder andere Sondersitzung in der vergangenen Woche. Wenn ich es noch richtig, ich glaube ja, in der vergangenen Woche hatten wir eine Sondersitzung im Finanzausschuss und da ging es dann auch eben darum, um das Bundesprogramm Corona-Soforthilfen etc. pp. Aber um die Frage jetzt mal zu beantworten,
ob man sich so Wählerstimmen kauft. Also ich möchte Frau Merkel in keinen Fall irgendwas unterstellen. Aber wenn man das ganz genau betrachtet, dann sollte man zum einen vorsichtig sein mit so einen Aussagen, aber natürlich, klar, liegt der Verdacht auch immer sehr, sehr nah. Aber ich glaube, dass wir Ossis, wenn ich es mal so bezeichne, da schlau genug sind, um auch so politische Bewegungen, politische Entscheidungen auch dann in der richtigen Situation, und damit meine ich dann explizit auch Wahlen, dort dann auch entsprechend mit dem Kreuz an der richtigen Stelle zu bewerten. Und das, was Michael gerade angesprochen hat, dass die Verteilung dann auf den verschiedenen Bundesländern durch dieses besagte Programm natürlich dann wieder ganz andere Zahlen auch für Brandenburg und für die jeweiligen Landkreise ausmachen, hergeben, das steht dann tatsächlich auf einem anderen Blatt Papier. Du hast die EU angesprochen, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn aktuell, wenn man den Tageszeitung aufschlägt, wenn man die Tagesmedien verfolgt, ob Tagesschau, ob öffentlich-rechtliche zum einen, ob Privatsender, egal auf welchem Kanal, wird ja viel über Hilfen gerade aktuell debattiert, gesprochen, berichtet. Aktuell auch die Entscheidung in Brüssel, die gestern getroffen wurde seitens der Landeschefs. Und da muss man mal ganz genau drauf hinschauen, ohne jetzt tiefer in die Materie einzusteigen. Aber aktuell ist es ja so, dass wir angefangen haben mit einem Programm, das nennt sich Green Deal. Also dort sind Billionen von Euro, die dort zur Verfügung stehen, um den Klimawandel zu begegnen. Meine persönliche Meinung ist, und das betone ich auch explizit, meine persönliche Meinung ist, dass es viel klüger wäre, den Klimawandel zu begleiten, statt ihm zu begegnen. Ich glaube, da hätten wir vom Fortschritt her viel, viel mehr Möglichkeiten. Also zum einen gibt es den Green Deal mit wahnsinnig vielen Geld, was dahinter steht, dann gibt es den Next Generation EU Fonds für einen, wie heißt es, gerechten Übergang. Das ist das zweite Programm, was mit wahnsinnig vielen Milliarden von Euro zur Verfügung steht. Dann gibt es den Recovery Fund, also den Merkel-Macron-Fonds, von dem ich gerade gesprochen habe. Dann gibt es dazu noch die Bundesprogramme, die aufgelegt worden sind mit Milliarden von Euro. Und dann gibt es natürlich auch noch die Landesprogramme, die wir beschlossen haben, speziell hier im Land Brandenburg, zum einen Zukunftsinvestitionsfonds, CIFOG, 1 Milliarde Euro, und dann zusätzlich, als die Corona-Pandemie ganz stark auch das Land Brandenburg betroffen hat, dann innerhalb von kürzester Zeit nochmal 2 Milliarden zusätzlich. Das heißt, auch hier auf Landesebene mit vielen Milliarden Euro, die wir an, und das ist der Knackpunkt, mit Krediten den Unternehmen, den Menschen zur Verfügung stellen, da muss man dann doch mal ganz klar feststellen, dass es auf EU-Ebene bis runtergebrochen in die Länderebene doch schon sehr grenzt an eine EU-Planwirtschaft. Das sage ich auch so ganz deutlich. Es werden Schulden vereinheitlicht und da ist nicht nur meine persönliche, sondern auch die Meinung der AfD. Da gibt es einen anderen Weg, da gibt es andere Möglichkeiten, und diese Politik der, naja, ich sag mal, Unvernunft in dem Bereich, mehr Geld ausgeben, als tatsächlich reinkommt, glaube ich, hat irgendwann ein jähes Ende. Und diese ganzen Schulden, die wir jetzt aufnehmen, die werden wir in 100 Jahren nicht zurückbezahlen können. Da wird es höchstwahrscheinlich den Euro nicht mehr geben. Da werden wir wahrscheinlich auch keine Möglichkeit mehr haben, dort Entscheidungen zu treffen, weil wir einfach vom Alter her, von der biologischen Uhr her, dort keine Möglichkeiten mehr haben, Einfluss zu nehmen, wie ich es gerade gesagt habe. Also das sind zum Beispiel Themen, die ganz aktuell sind. Und das bewegt nicht nur uns Politiker hier im Land Brandenburg, im Brandenburger Parlament, nicht nur die Bundespolitiker, das bewegt auch die ganz, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, die Arbeitnehmerinnen, die Arbeitnehmer, die Unternehmer, der Mittelstand, die Tourismusbranche, die Gaststättenbranche und so weiter und so weiter. Und das sind die Gespräche, die jetzt stattfinden. Und ich habe das Gefühl, gerade in meinem Wahlkreis und in den Bereichen, in denen ich in Brandenburg unterwegs bin, dass wir hier doch ein sehr, sehr gutes Gespür haben als Ossis, und das dann entsprechend, um jetzt nochmal auf die Frage wieder zurückzukommen, auch in der richtigen Situation nächstes Jahr zum Beispiel bei der Bundestagswahl dann auch mit einem entsprechenden Kreuz bei der richtigen blauen Partei auch, belegen werden und entsprechende Deutung da erfahren werden seitens der Ossis. Man sieht natürlich, dass der wirtschaftspolitische Sprecher, der Daniel, da weit tiefer in der Materie steckt. Finde ich natürlich gut. Und darf ich dich ganz kurz korrigieren, damit keine falschen Informationen rausgehen? Wirtschaftspolitischer Sprecher ist der Steffen John. Ach so. Genau, ich bin der arbeitspolitische und tourismuspolitische Sprecher. Arbeit und Wirtschaft. Genau, aber es kann durcheinander kommen, weil im Kreistag, da sind wir ja auch, sehr großflächig aktiv. Also von daher, Wirtschaft ist ein Thema für mich. Ich bin im Wirtschaftsausschuss mit auch Steffen Kubicki zusammen, und von daher kann es halt auch zur Überschneidung kommen. Alles gut. Gut, dann die nächste Frage.
Gibt es jetzt Konsequenzen für Bodo Ramelow, den thüringischen Ministerpräsidenten, der einem AfD-Politiker in einer Plenarsitzung den Mittelfinger zeigte und ihn einen, Zitat, widerlichen Drecksack nannte? Willst du oder? Na, ich kann ja anfangen. Na denn. Respektlosigkeit gegenüber dem Landtag, das lernen wir hier in jeder Plenarsitzung kennen. Das ist wahrscheinlich heutzutage gang und gäbe, auch wenn wir das nicht gutheißen. Konsequenzen wird es sicherlich keine geben, weil es ja gegen die AfD geht und da sind ja bekanntlich alle Mittel recht. Normalerweise sollte er zurücktreten oder für mindestens 5 Sitzungen gesperrt werden, weil man hat das in Stuttgart gesehen, wenn ein AfD-Abgeordneter da die Regeln nicht missachtet, wird er eben auch für 3 Sitzungen ausgesperrt, auf Deutsch gesagt. Aber das wird sicherlich bei Herrn Ramelow nicht passieren. Und ich meine, wenn man sich auch die ganze Sache anguckt, Herr Ramelow fügt sich dort ein in die Liste der Steinbrücks, Gabriels und Kühnerts, die eben alle mit dem berühmten Mittelfinger schon bekannt geworden sind und da die Kontinenz verloren haben. Früher hätte ich gesagt, wer schreit, hat oft zu denken. Heute ist es wahrscheinlich das Zeigen des Mittelfingers, der Ausdruck eines abgeschalteten Gehirns. Michael ist halt bekannt für seine klaren Worte und auch für die Schmunzler natürlich, obwohl das Thema tatsächlich sehr, sehr ernst ist. Denn eines darf man auf keinen Fall vergessen. Herr Ramelow, egal wie man zu seiner politischen Gesinnung steht, ist Ministerpräsident eines Landes. Also hat eine repräsentative Aufgabe auch für das Land Thüringen und für alle seine Bürger, egal welcher Couleur. Und wenn ich mir so einige Vorberichterstattungen angeschaut habe vor der letzten Ministerpräsidentenwahl, wo er gegenüber Reportern auch immer betonte, dass er, wenn eine unangenehme Frage zumindest für ihn gestellt wurde, immer darauf hinwies, dass er Ministerpräsident eines Landes ist und dann auch entsprechende Fragen natürlich erwartet, dann muss man auch ganz klar konstatieren, dass jetzt in diesem Augenblick wir von der Gegenseite auch erwarten, dass sich ein Ministerpräsident an die entsprechenden Gepflogenheiten eines Parlaments hält. Beispiel aus Brandenburg, wenn ein Fraktionsvorsitzender der SPD, also der größten Partei, noch hier bei uns im Land Brandenburg im Parlament quer durchs Parlament schreit und dort auch jegliche Kontenance verliert, dann Bodo Ramelow in Thüringen mit dem Mittelfinger entsprechende Aussagen dann noch dazu tätigt, dann muss man ganz klar festhalten, dass die Politiker, die vielleicht schon etwas länger in dem Parlament sind, auch tatsächlich vergessen haben, wie das Umgehen miteinander auch im Parlamentsbetrieb tatsächlich zu funktionieren hat. Man kann hart und man kann auch sehr, sehr intensiv streiten, aber trotzdem sollte man eine gewisse Kontenance auch bewahren. Und ich befürchte, dass ein Bodo Ramelow dort nichts zu befürchten hat. Das kann man, wie Michael das auch gerade gesagt hat, erkennen, dass wenn verschiedene Akteure das Gleiche tun, dass dort immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ich stelle mir nur vor, wenn es ein Abgeordneter der AfD-Fraktion gewesen wäre, der dort zu diesen Maßnahmen gegriffen hätte, was dann auch medial wieder passiert wäre. Also von daher muss man ganz klar sagen, hier findet ein Ungleichgewicht statt, auch in der, ich sag mal, Wahrnehmung, in der Berichterstattung. Und wie gesagt, meine Befürchtung ist, da gibt es keinerlei Konsequenzen für einen Bodo Ramelow. Die nächste Frage. Wie viele Menschen haben durch Corona ihren Job verloren? Möchtest du sagen? Kann ich ungefähr sagen. Also die aktuellen Zahlen, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, sind 2,8 Millionen Menschen sind in Deutschland aktuell ohne Arbeit. Das sind ca. 637.000 mehr als im Vorjahr, was aber durch verschiedene Berichterstattungen aktuell zu erkennen ist, unter anderem vom Unternehmensberater Roland Berger, die rechnen mittlerweile im Herbst mit 5 Millionen Arbeitslosen. Also einen dramatischen Anstieg, deswegen auch die vorhin angesprochenen Hilfen, die jetzt also europaweit sozusagen zur Verfügung gestellt werden, die deutschlandweit zur Verfügung gestellt werden, um das irgendwie aufzufangen. Ich glaube, das ist ein kurzfristiger Effekt, der dadurch erzielt wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir einen starken Anstieg erzielen werden. Gerade wenn wir die aktuellen Berichterstattungen lesen. Rolls-Royce baut Stellen ab. Aktuell Flughafen Schönefeld baut Stellen ab.
Wir lesen mehr aktuell noch auf regionaler Ebene von Stellenabbau. Die Gespräche, die ich führe mit Mittelständlern, die schauen doch eher skeptisch in die Zukunft, weniger motiviert. Und ich befürchte tatsächlich, dass wir einen noch zusätzlichen Arbeitslosenanstieg im Herbst erfahren werden. Wie gesagt, aktuell haben wir über 600.000 mehr Arbeitslose als im Vorjahr. Also es ist schon zu erkennen, dass das womöglich durch Corona mehr Arbeitslose mittlerweile in der Statistik auftauchen. Was aber bekannt ist auch, dass die Kurzarbeiterzahl immer noch sehr, sehr hoch ist. Und wenn die Kurzarbeit ausläuft, dann ist das große Fragezeichen, wie viel von denen jetzt aktuell, glaube ich, 11 Millionen sind es noch, oder sind es in Kurzarbeit, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber wie viel von diesen Millionen Menschen dann tatsächlich wieder in den normalen Job mit normalen Einkommen zurückkehren. Das, was man jetzt schon wahrnimmt, auch aus verschiedenen Branchen, ist, dass es Angebote gibt für Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, die auch wieder normal in die Arbeit zurückkehren sollen, aber zu deutlich schlechteren Zahlungsbedingungen, als sie vor Corona hatten. Und das ist ein Bild, was man unbedingt begegnen muss. Da bedarf es Konzepte, wie man eine Wirtschaft, wieder vorantreibt, wie man auf neue Möglichkeiten oder wie man die neuen Möglichkeiten, die es auch im wirtschaftlichen Bereich gibt, wie man die aufnimmt, wie man die umsetzt. Und der ganz wichtige Punkt ist, wie schafft man es, den Menschen eine Perspektive zu geben. Eine Perspektive, in Hartz IV zu fallen, in Arbeitslosigkeit zu gehen, ist es meines Erachtens auf keinen Fall. Also ich kann Daniel nur beipflichten und natürlich auch ein bisschen ergänzen. Es ist natürlich schwer zu sagen, die Arbeitslosenzahlen sind sie Corona-bedingt. Weil wir müssen unsere Ökos angucken, die ja die Industrie schon im Vorfeld, gerade so die Kfz-Branche und sowas von kaputt gemacht haben, wo die Auswirkungen auch jetzt erst treffen. Nicht? Ich meine, es werden wenig Autos gekauft, die Automobilbranche ist ziemlich rückläufig. Und dann kommt eben noch Corona dazu. Das ist natürlich sehr schwierig, weil seit 10 Jahren melden die Statistiker, seit 10 Jahren haben wir nicht so viele Arbeitslosen, wie wir im Moment haben. Und wir müssen nochmal sagen, ich glaube, mittlerweile 12 Millionen Beschäftigte sind wirklich noch in Kurzarbeit, wo wir nicht wissen so richtig, wie sich das mal ausgeht eines Tages. Also die Wirtschaftsweisen sagen, das ist eigentlich deutlich schlimmer von den Arbeitslosen her als zur Finanzkrise 2009. Also es ist schon einiges, was wir hier erwarten können noch. Ja. Ja, die linksgrünen Parteien fordern ja schon seit jeher, dass die Parlamente zur Hälfte aus Frauen, zur anderen Hälfte aus Männern bestehen müssen. Das sogenannte Paritätsgesetz, jetzt ist es in Thüringen gescheitert. Wie wahrscheinlich ist es in Brandenburg? Kann dieses Paritätsgesetz noch gekippt werden? Also, jetzt möchte ich mal ganz kurz anfangen, weil meine Antwort ist tatsächlich sehr kurz und prägnant. Kurze Antwort, ja. Und in meinen Augen wäre das tatsächlich auch ein Sieg für die Demokratie, wenn das Paritätsgesetz auch hier in Brandenburg gekippt wird, so wie in Thüringen. Ja, man sollte eben sagen, was sollen die erreichen? Nicht? Also, dass im Parlament genauso viele Männer sitzen wie Frauen. In Thüringen ist da jetzt das Urteil gefallen, Gott sei Dank. Nicht? Die Entscheidung sollte eben sowohl für Brandenburg, wo das ja auch beschlossene Sache ist schon, so wie als auch in Berlin, wo das immer noch so ein bisschen gemunkelt wird, aber eben noch nicht beschlossene Sache ist, eben eine Signalwirkung haben. So ein Paritätsgesetz ist halt nicht verfassungsgemäß. Das sollte man sagen. Parteien sind nun mal eigenverantwortlich, also die sollen eigenverantwortlich entscheiden können, welche Kandidaten aufgestellt werden, und auch der Wähler muss frei entscheiden können, wem er wählt oder wem er nicht wählt. Ich glaube, Leistung und Qualität sollten hier der Maßstab sein und nicht irgendwie eine Frauenquote in der Führungsposition. Wir sehen das an unserer Verteidigungsministerin, die ja sich damit brüstet, eine Quotenfrau zu sein. Nicht, also ich glaube, Frau Karnbauer ist dort völlig fehl am Platz, nicht, weil sie von der Bundeswehr wenig Ahnung hat, wie ich vielleicht von... Jetzt bin ich gespannt. Ja, Gartenarbeit. Und das führt eigentlich nur dazu, dass unheimlich viele Berater eingestellt werden müssen, die dort dann gewisse Arbeiten übernehmen müssen, wenn die Leute keine Ahnung haben. Und in Wirklichkeit machen wir uns eigentlich nur zum Gespött der ganzen Welt. Ja, vielen sind die Bilder aus Stuttgart noch
bekannt. Die halbe Stadt wurde zerlegt von der sogenannten Partyszene. Darauf pochte die deutsche Presse. Dann fiel der Begriff Stammbaumforschung. Dann wurde er wieder zurückgezogen. Was sind eure Erkenntnisse? Was hat die Stammbaumforschung denn gebracht in der Stuttgarter Partyszene? Ja, also Stuttgarter Partyszene, das ist so ein Synonym. Natürlich bekommen wir hier in Brandenburg und haben auch mitbekommen, was dort in Stuttgart passiert ist, was jetzt leider auch in den vergangenen Tagen in Frankfurt passiert ist, Frankfurt am Main. Das sind ja, besorgniserregende Zustände, die in den Städten dort ja, passiert sind. Meine Vermutung ist, dass ja, das so ein kleiner Anfang ist. Also man merkt ja, wie es auch unter den Menschen brodelt. Was ich eher weniger gut finde, ist an der ganzen Diskussion auch in Stuttgart, ist, dass dort versucht wird, es auf eine Partyszene abzuschieben. Die Thematik, die dort in der Nacht tatsächlich zum Tragen gekommen ist, da muss man ganz klar festhalten, wenn man sich die Bilder anschaut, die man in der Presse verfolgen konnte, so wie ich das gemacht habe, mehr Möglichkeiten hatte ich jetzt in dem Fall auch nicht und beziehe mich einfach auf die Bilder, die wir dort in den Medien wahrgenommen haben. Und da muss man ganz klar festhalten, dass es dann doch eher der überwiegende Teil ein Klientel war, was sicherlich einer Partyszene zuzuordnen ist, aber eben nicht einer sogenannten Partyszene, die am Freitag und am Samstag weggehen und Spaß haben wollen, sondern das ist ein Klientel gewesen, das sich weniger mit Argumenten auseinandersetzt, sondern eher darauf bedacht ist, mit physischen Gewaltakten, ob es Zerstörung ist, ob es teilweise Beleidigung ist, ob es unter anderem auch gegen Polizisten mit starker Gewalteinwirkung sich zu äußern ist. Und das sind eben die Probleme und das sollte auch mal klar benannt werden, dass es da um keine Partyszene geht. Und so eine Partyszene kann ein Unternehmer gehören, der ein mittelständisches, ein großes Unternehmen hat, der am Wochenende weggeht. Es gehört genauso zur Partyszene wie, sag ich mal, ein junger Mensch, der mit 20 sagen wir noch weniger Verpflichtung hat und auch feiern geht. Also das auf diese Richtung und dann auf ein großes Spektrum von Menschen abzustellen, halte ich für durchaus falsch. Man sollte den Finger dort wirklich in die Wunde legen und sollte sich Gedanken darüber machen, ob die Politik, die dazu geführt hat, dass dort diese Gewaltausbrüche stattgefunden haben, die richtige ist, glaube ich, ist viel wichtiger in dem Punkt, als sich darüber Gedanken zu machen, Stammbaumforschung durchzuführen oder wie man es auch immer formulieren möchte. Naja, ich muss mal sagen, Ausgangspunkt für diese sogenannte Stammbaumforschung ist ja eigentlich, dass dort mehrere Tatverdächtige festgestellt wurden. Ja. Zu einigen konnte die Stuttgarter Polizei genau sagen, dass sie einen Migrationshintergrund hatte. Aber eben viele haben sich einfach verweigert, ihre Herkunft sich zu äußern. Und dadurch wurde diese sogenannte Stammbaumforschung erst ins Leben gerufen, weil eben unbestätigten Angaben zufolge sollen ein Großteil von denen auch mit Migrationshintergrund sein, dass sie eben in der zweiten Generation, sei es in einer Bundesrepublik Geborene sind oder eben die zweite Generation halt. Also auf alle Fälle sollen die eben auch zum größten Teil ausländische Wurzeln haben. Und da sieht man eben mal, das ist so ein typisch gutes Beispiel für eine gelungene Nicht-Integration. Also von daher finde ich das schon gar nicht so verkehrt, dass man dort irgendwo Nachforschung macht. Waren es denn Deutsche in dem Sinne oder waren es wirklich Deutsche im Sinne, also mit Migrationshintergrund? Ja, aber da stellt sich ja dann wieder die Frage, nicht? Wenn jetzt mache ich die Stammbaumforschung, jetzt finde ich heraus, okay, das sind in zweiter Generation hier lebende Jugendliche mit Migrationshintergrund. Was ist die Konsequenz daraus? Ja. Also das ist ja, ne, also das stellt sich mir die Frage, da kommt es sehr oft, dass versucht wird, mit Argumenten, mit irgendwelchen Aktivitäten dort vom eigentlichen Problem, von der eigentlichen Herausforderung auch teilweise abzulenken. Und dort ist, deswegen habe ich es auch ganz klar mal formuliert, deswegen ist es auch wichtig, mal darüber nachzudenken, den ersten Schritt. Also welche Möglichkeiten haben wir hier bei uns in unserem Land? Welche Möglichkeiten haben Menschen, die aus anderem Kulturkreis kommen? Welche Möglichkeiten haben sie hier? Schaffen sie sich in unsere Gesellschaft zu integrieren, sich an Regeln zu halten? Das ist bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben einen Rechtsstaat, obwohl wir tatsächlich feststellen, dass der Rechtsstaat auch sehr, sehr, naja, ausgereizt wird in seinen Grenzen, auch seitens der Politiker oder der politischen Akteure, wenn man es mal so nennen möchte. Und deswegen meine ganz klare Formulierung, da sollte man auch, das ist der erste Schritt, wo man anfängt, okay, oder anfängt, ist es denn möglich, überhaupt
bestimmten Kulturkreis hier bei uns niederzulassen, sie hier in die Gesellschaft zu integrieren und alles, was damit zusammenhängt, ohne jetzt in irgendeine Richtung gehen zu wollen. Aber das sind halt berechtigte Fragen, auch die Menschen stellen, ne? Die das dort live mitbekommen haben. Zumal in Stuttgart ja die Eltern sicherlich dort irgendwo bei Mercedes Lohn und Brot gestanden haben und eigentlich die von den Eltern her wissen müssten, dass man sich hier an die Regeln hält. Und wenn man sich an die Regeln hält, dann sicherlich auch ein entsprechendes Leben führen kann, nicht, dass dann natürlich so die zweite Generation ja so kläglich versagt. Naja, da muss man eben schauen. Und wie Daniel schon gesagt hat, Ursachenforschung. Genau. Aber ich möchte mal was Positives zum Ende, vielleicht zu dem Thema und auch Frankfurt. So schlimm wie die Geschehnisse dort auch sind, aber es ist trotzdem zu erkennen, dass auch der Rechtsstaat dort seine Möglichkeiten zumindest aktuell nutzt. Das, was man mitbekommt, das ist die Information, die man auch bekommt, um dort auch ein ganz klares Zeichen zu setzen, um zu signalisieren, dass dort eine Linie überschritten worden ist. Und ich glaube, wenn das auch flächendeckend umgesetzt wird und dann auch mit den Möglichkeiten, die ein Rechtsstaat zur Verfügung hat, auch geahndet wird, dann glaube ich schon, dass sich der eine oder andere Gedanken macht, bevor so eine Situation nochmal entsteht. Also zumindest ist das die Hoffnung, und ein alter Vertrieblerspruch sagt, die Hoffnung ist des Kaufmanns Tod, aber in der Situation bin ich doch sehr hoffnungsfroh, dass dort der Rechtsstaat auch seine Mittel nutzt. Am 8. Juli wurde der Verfassungsschutzbericht 2019 vom Innenminister Seehofer vorgestellt. Wie es zu erwarten war, der Rechtsextremismus ist das größte Problem in Deutschland. So wurde es dort veröffentlicht. Was sagt ihr dazu? Hat Deutschland ein Problem mit Rechtsextremismus? Ist es das größte Problem? Ja, also ich sage mal, ich sehe das nicht so. Weil glaubt man dem Verfassungsschutzbericht, sind ja die linksextremistischen Gewalttaten 2019 um, glaube ich, 40% gestiegen, während Rechtsextreme um 15% gesunken sind. Hier muss man einfach mal sehen, in Berlin und Baden-Württemberg zum Beispiel haben sich die linksextremen Straftaten verdoppelt, nicht? Das muss man einfach mal sehen. Und das Gefühl der Bürger ist eben ein anderes, nicht? Wenn man Demonstrationen sieht, die von der linken Seite ausgehen oder so, die enden meist mit Chaos und Zerstörung, nicht? Angriffe gegen die Polizei. Andere Demonstrationen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden, so wie Zukunft Heimat oder Pegida, nicht, da hat man das noch nicht einmal erlebt, dass danach in der Veranstaltung solche Sachen passiert sind. Also von daher bin ich der Meinung, man sollte alle Arten des Extremismus bekämpfen, das ist einfach so, aber nicht mit allen Mitteln den Rechtsextremismus, sondern eben auch, wie gesagt, man sollte ein großes Auge auf den Linksextremismus werfen, weil ich glaube, das wird demnächst ein richtig großes Problem werden bei uns. Du hast im Prinzip schon mir auch die Argumente weggenommen, nicht, aber du hast die richtigen Argumente vorgetragen aus dem Bericht, dass die Gewalttaten auf der einen und auf der anderen Seite ja klar vorhanden sind, ne, aber immer nur eine Seite tatsächlich betrachtet wird. Und das ist der Rechtsextremismus, und ich glaube, der wird parteipolitisch auch missbraucht. Und in dem Bereich muss man ganz klar sagen, wenn man sich anschaut, wer mittlerweile alles als rechtsextrem betitelt wird und an den Pranger gestellt wird, ist das in meinen Augen eine ganz klare Verharmlosung echter Extremisten. Und es kann leicht passieren, dass, wenn immer wieder dieses Thema gespielt wird, auch von politischen Akteuren, Rechtsextremismus, dass dieses Vokabular oder dieser Begriff, dass der irgendwann in einer Verharmlosigkeit ausufert und eben keine Berücksichtigung mehr findet und das in dem Bereich vielleicht auch ausufert. Und davor warne ich einfach, dass parteipolitisch jetzt mal, ich das jetzt sage oder nicht, das sei mal dahingestellt, das wird Minister Seehofer sich nicht mal anhören wahrscheinlich, aber ich glaube schon, dass wir darauf achten sollten, zumindest wir, die Möglichkeiten haben, auch auf Begriffe zu achten und diese Begriffe zu verwenden, dann aber auch alle Begriffe zu benennen. Und Micha hat schon richtigerweise gesagt, ja, Rechtsextremismus kam im Bericht vor, genauso wie Linksextremismus. Und um es einheitlich nochmal zu sagen, egal welcher Extremismus, solange es Extremismus ist, gehört er nicht in unsere Gesellschaft, gehört er nicht zu uns und muss bekämpft werden. Ganz einfach. Und da darf man weniger eine Seite hervorheben und die andere ein bisschen herunterspielen, nur weil sie mir politisch vielleicht in irgendeiner Art und Weise unterstützt und nützt. Ja. Die nächste Frage.
vorhin angetroffen von Ronny Klaus. Gibt es noch Möglichkeiten, die wir als AfD nutzen können, um den Milliarden EU-Deal abzuschmähen oder auch zu verhindern? Gibt es da noch Wege? Ich würde mal ganz kurz einhaken. Ja, es gibt einen Weg, indem wir in dem entsprechenden Parlamenten eine Mehrheit stellen und dann Entscheidungen treffen können. Das heißt auf EU-Ebene, dass wir doch eine Mehrheit haben mit den Partnern auf der europäischen Ebene, dass wir im Bundestag eine Mehrheit haben und dass wir in den Ländern eine Mehrheit haben. Aktuell ist es so, dass wir natürlich dagegen klagen können. Bin jetzt unsicher, wie weit die Bundestagsfraktion mit ihren Experten dort aktiv wird. Aber aktuell ist es so, dass es eine Entscheidung getroffen wurde, mehrheitlich getroffen wurde und auch umgesetzt wird. Wir können das natürlich klar kritisch begleiten, wir können das kritisieren, wir können Ideen, wir können Lösungen vorschlagen, wie man wie man einen besseren Weg umsetzen könnte, um mit dieser ganzen Corona-Pandemie, mit der ganzen Herausforderung umzugehen. Es ist aber ein politisches Thema, was viele Jahre vorbereitet worden ist. Ich habe es vorhin mal kurz angeklungen, dass es eine Planwirtschaft ist, dass es hier darum geht, eine Zentralisierung durchzuführen und um die politisch zu begegnen und Lösungsansätze umzusetzen, bedarf es halt einfach Mehrheiten. Und das ist in meinen Augen die einzige Lösung, die wir haben, die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und da gilt es halt jeden Tag mit den Menschen vor Ort zu sprechen, sie aufzuklären, so schwer wie das Thema auch ist, so leidig wie das Thema auch ist oder so ungern man sich auch mit politischen Themen oder mit den Themen, die in Brüssel passieren, beschäftigt, weil es weit weg ist. Es ist aber wichtig, die Menschen aufzuklären. Und ich glaube, wenn es dann mal wahrnehmbar ist, was das bedeutet, wenn es jeden Einzelnen im Portemonnaie ein bisschen wehtut, vor Ort wehtut, wenn die schöne Wiese, die man vorher hatte, wo man schön am Abend am Kamin mit einem Glas Wein in den Wald hineingeschaut hat und jetzt ein wunderschönes, großes, eine große Windmühle vor der Tür hat, die einen Mindestabstand von unter 1000 Meter beispielsweise hat oder bis 1000 Meter hat. Ich glaube, dann wird das Bewusstsein noch ein bisschen geschärft, um sich auch politisch mal mit bestimmten Themen umzusetzen oder auseinanderzusetzen. Und deswegen ganz, auch wenn ich viel geredet habe, ganz klare Antwort, es gibt nur die eine Möglichkeit, wenn wir die Mehrheiten haben. Aktuell wird es umgesetzt und wir können nur kritisieren, wir können versuchen, die Fehler, die dieses System birgt, aufzuzeigen. Mehr Möglichkeiten hat man als Opposition eher weniger. Genau, also ich bin auch der Meinung, es ist nicht viel zu tun, es ist nicht mehr viel zu tun, leider. Ich meine, eine Verfassungsklage, glaube ich, gegen Frau Merkel wird im Moment vorbereitet, wenn nicht sogar schon gestellt. Wir können natürlich auch ein bisschen auf unsere Nordländer vertrauen, die genau hinschauen werden, wenn diese Gelder ausgezahlt werden, dass das eben nicht nur so ist, dass die Länder, die jahrelang, sag ich mal, ihre Wirtschaft vernachlässigt haben und dort nichts gebracht haben, dass die dort nicht Geldgeschenke kriegen, weil man muss einfach so sehen, wir sind nun mal der Hauptzahler in der EU, nicht. Und man hat es auch schon wieder gehört, dass es irgendwelche Steuern geben wird, um diesen EU-Deal dort zu refinanzieren. Der wird natürlich uns am meisten wieder treffen, den deutschen Bürger. Also wie gesagt, wir kriegen vorne Geld, hinten müssen wir es wieder zahlen. Und von daher sollte man dort wirklich sehr aufpassen. Aber so wie Daniel schon gesagt hat, wir können dort erst was ändern, wenn wir die Mehrheiten im Parlament haben. Und dann sind wir, glaube ich, da auch alle einer Meinung, dass da auch irgendwie Bewegung nochmal in die Sache reinkommt. Du hast es gerade so schön gesagt. Mir fällt gerade eine Grafik ein, die ich glaube, heute erst gesehen habe, nachdem gestern der Deal abgeschlossen wurde oder vorgestern in Brüssel, die Zahllast der einzelnen Länder. Und Deutschland mit 130 Milliarden als größter Zahler wieder für diese Geschenke. Kann man mal schon mal die Frage stellen, wie soll man das erwirtschaften? Und wenn man das runterbricht auf jede einzelne Person, das sind, glaube ich, 8.000 Euro mehr wieder Verschuldung pro Bürger. In den nächsten Jahren habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Da gibt es Experten auch aus unserer Bundestagsfraktion, die das sehr gut aufgeschlüsselt haben. Also da stellt sich wirklich die Frage, ist es das richtige Konzept? Ist es die richtige Idee, die die Bundesregierung und jetzt unter anderem auch die anderen Länder, die dort erstmal wohlwollend zugestimmt haben, gehen, oder ob es wichtig und richtig gewesen wäre, den so vermeintlichen vier Sparsamen, wie sie ja betitelt wurden in den Medien, vielleicht doch mehr Gehör geschenkt hätte, um mal dem Prinzip zu folgen, vom Geld ausgeben ist noch keiner reich geworden. Die Bild-Zeitung will zukünftig keine Interviews mehr mit der AfD. Wie bewerten Sie das in Betracht der Pressefreiheit? Also, ich kann mich fast auch wieder ganz kurz halten. Ich lese sehr selten die Bild. Und
immer dann, wenn ich die Bild gelesen habe, kann ich mich nur ganz, ganz dunkel daran erinnern, mal ein Interview von einem AfD-Politiker gelesen zu haben. Das Einzige, was das ein oder andere Mal passiert ist, dass ein AfD-Politiker mit Sachpolitik, Fachpolitik es geschafft hat, in die Bild-Zeitung zu kommen, wo die Bundesregierung eine entsprechende Antwort gegeben hat, wo ein Missstand aufgetaucht ist. Um jetzt die Frage zu beantworten, die Bild-Zeitung möchte keine Interviews mehr mit AfD-Politikern durchführen. Da bedarf es keiner Antwort. Das ist Antwort genug, wie es in unserem wunderschönen Deutschland aussieht mit der Pressefreiheit. Ich möchte, um das auch ganz klar betonen, sämtliche Journalisten auf keinen Fall über einen Kamm scheren. Es ist aber deutlich zu erkennen, dass gerade bei Berichterstattungen über oder mit der AfD sehr darauf geachtet wird, dass ein bestimmtes Bild erzeugt wird. Und das ist immer ein Bild, was teilweise eher weniger den Gegebenheiten darstellt, wie es bei uns in der Partei aussieht, wie es um unsere Arbeit aussieht, sondern es geht eher darum, dass hier ein politischer Mitbewerber ja, mehr oder weniger kaltgestellt werden soll, um dann entsprechend auch bei den Wahlen ein Ergebnis zu erzielen, was den Altparteien dann doch eher wohlwollender so erscheint. Um es mal so zu verklausulieren. Ja, Pressefreiheit ist eh so ein Zauberwort, nicht? Weil schauen wir uns doch mal an, gerade die Bild-Zeitung, nicht? In wessen Hand sind die Zeitungen, in wessen Hand sind diese Medienhäuser? Nicht? Gerade die Bild-Zeitung gehört ja der Merkel-Freundin und Milliardärin Friede Springer. Nicht? Also ist das schon nicht so verwunderlich, warum die AfD dort eben ziemlich ausgeblendet wird. Nicht? Weiterhin ist eine lange Beziehung von SPD und der Mazak-Konzern bekannt. Nicht? Denen gehört die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft. Also das ist schon klar, dass eine SPD-geführte Verlag- und Mediengesellschaft da gar nicht interessiert ist, der AfD irgendwie Gehör zu verschaffen. Nicht? Und wie hat man mal so einen Spruch gesagt, in jedem Zeitungsverlag genießt nur einer die volle Pressefreiheit und das ist halt der Verleger. Also das sollte man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, jeder weiß das, dass die Presse doch mehr oder weniger gesteuert ist, weil wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Nicht? Also ich kann das mit noch mehr Sprichwörtern unterlegen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also in meinen Augen, wir haben keine Pressefreiheit. Das ist eine einseitige und gesteuerte Presse. Nicht? Und von daher, ich bin da nicht böse, dass die Bild-Zeitung keine Interviews macht, weil das ist eben auch so eine Zeitung, ja, in Russland, glaube ich, hätte man damit die Fenster verhangen und gut, bei uns dient sie vielleicht noch für was anderes, ich weiß es nicht. Die nächste Frage ist eingetroffen von Manuela Engels. Was ist dran, dass Unternehmer, die Corona-Hilfe bekommen haben, jetzt schreiben bekommen, dass sie alles zurückzahlen müssen? Ja, das ist eine wieder mal sehr spannende Frage und genau das Thema Corona-Soforthilfe, mit dem ich mich gemeinsam mit unserer Fraktion seit, Micha, korrigiere mich, ich glaube Ende März, intensiv auch in der Fraktionssitzung beschäftigt habe. Ich glaube, die Manuela Engels ist auch regelmäßige Zuschauerin des Bürgerdeluxe, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Also erstmal danke für die Frage. Das ist genau das Thema, was in den Debatten, in den Ausschüssen und zum anderen auch im Parlament tatsächlich als Argument aufgetaucht ist. Nur mal kurz Sie auch ein Stück weit abzuholen, was es damit auf sich hat. Das Land Brandenburg, jetzt sprechen wir nur mal von Brandenburg, alle 16 Bundesländer hatten am Anfang der Corona-Pandemie eigene Richtlinien aufgelegt und in Brandenburg sah es so aus, dass der Wirtschaftsminister, die Finanzministerin und der Ministerpräsident vollmundig noch am 1. April in der Sondersitzung verkündet haben, dass in Brandenburg kein Unternehmen sich Gedanken machen muss über Umsatzausfälle, dass es ein Soforthilfeprogramm gibt und die Umsatzeinbußen damit ausgeglichen werden. Hintergrund ist, am 24.03. diesen Jahres gab es eine Brandenburger Corona-Soforthilfe-Richtlinie, die besagte, dass die Unternehmen schnell, unbürokratisch und unzurückzahlbar Geld bekommen. Bis 10 Mitarbeiter 9.000 Euro und so staffelt es sich bis 100 Mitarbeiter nach oben, sodass ein Unternehmen bis 100 Mitarbeiter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 60.000 Euro für die nächsten 3 Monate erhalten kann. Was ist passiert?
in der Zeit vom 24.03. bis 31.03., also gut eine Woche, in dieser Woche signalisierte der Bund, dass sie mit einem eigenen Corona-Programm um die Ecke kommen. 50 Milliarden Euro waren damals im Gespräch und dort traten dann die Länder mit dem Bund in Verhandlung, wie diese Richtlinie dann ausschauen soll. Jetzt muss man wissen, dass wenn der Bund eine Richtlinie auflegt oder eine bestimmte Entscheidung trifft, sind die ausführenden Organe immer die Länder. Das ist bei uns in Deutschland so geregelt, weil in den Ländern die Ressourcen vorhanden sind, wie zum Beispiel Landesbanken, bei uns die ELB und so weiter und so weiter. Das heißt, die Brandenburger Richtlinie wurde dann ruckzuck am 31.03. schnell verschwunden. Es trat ab dem 1. April die neue Richtlinie des Bundes sozusagen in Kraft oder eine andere Richtlinie trat in Kraft, die eine ganz andere Grundlage als Voraussetzung hatte. Das bedeutete, dass jetzt eben nicht mehr der Maßstab war, schnell, unbürokratisch und unzurückzahlbar. Jetzt war der Maßstab, okay, du bekommst Geld, wenn du uns nachweisen kannst, dass du auch entsprechende Kosten hast. Also Mietzahlungen, Pachtzahlungen, Kredite, laufende Kosten für Leasingfahrzeuge etc. etc. Wortfindungsschwierigkeiten, so ist es, wenn man immer viel redet. Warenkredite, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also jetzt musste man plötzlich nachweisen, dass man auch entsprechende Ausgaben hat, die dann betiteln, hochrechnen auf 3 Monate und dann hat man das Geld bekommen. Nach der aktuellen, dann neuen Richtlinie vom Bund, die auch besagt, dass Prüfungen durchgeführt werden. Stichprobenartig 5% ungefähr, die Geld bekommen haben. Das heißt also auch, dass die Unternehmen, die vom 25.03., als die Richtlinie in Kraft trat, die Brandenburger Richtlinie noch, bis 31.03. einen Antrag gestellt haben nach Brandenburger Richtlinie, dann auch Geld bekommen haben, aber nach einer neuen Richtlinie jetzt gar nicht mehr die Voraussetzungen hatten, Geld zu bekommen, weil sie vielleicht gar keine große Leasingrate hatten, weil sie gar keine großen Pachtzahlungen haben, weil ihr mittelständisches Unternehmen auf dem eigenen Hof ist. Und jetzt kommt nämlich genau die Situation. Dort sind ganz viele Anträge erst einmal zurückgehalten worden, die spät bearbeitet worden sind, weil aufgrund der Masse der Anträge die ILB in keinster Weise hinterhergekommen ist. Also die Unternehmen mussten lange warten, bis sie überhaupt Geld zur Verfügung hatten und Sozialabgaben und alle Kosten, die ein Unternehmer hat, sind trotzdem weitergelaufen. Das war das Erste. Das Zweite, was jetzt ist, jetzt wird langsam angefangen zu überprüfen und jetzt wird festgestellt, oha, es gibt es tatsächlich einige Unternehmen, die den Ministerpräsidenten geglaubt haben, die unseren Wirtschaftsminister geglaubt haben, die unsere Finanzministerin geglaubt haben, die Geld beantragt haben, jetzt nach neuen Richtlinien diese Grundvoraussetzungen nicht haben. Die werden jetzt überprüft und jetzt wird festgestellt, ja, sie müssen das Geld zurückbezahlen. Und das passiert jetzt tatsächlich sehr, sehr oft, weil auch für einen Unternehmer, der vielleicht nicht überprüft wird, hat aber immer 10 Jahre lang die Unwägbarkeit eines Unternehmers, dass man nach oder rückwirkend überprüfen kann. Das heißt, die jetzt stichprobenartig überprüft werden und rausgefischt werden, kann genauso passieren, dass in 6, 7 Jahren nochmal nachgeprüft wird oder in 5 Jahren oder was auch immer. Und dann wird dort nochmal überprüft und dann können sie auch wieder dann das Geld zurückbezahlen. Also hier hat das Land eine ganz, ganz schlechte Figur abgegeben. Die AfD-Fraktion hat in einer Sondersitzung einen Entschließungsantrag gestellt, wo wir genau auf dieses Thema hingewiesen haben, wo wir gefordert haben, dass die Brandenburger Richtlinie wieder in Kraft tritt, gerade für Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen. Wurde natürlich abgelehnt. Die linken BVB-Freien Wähler haben sich diesem Thema auch angenommen. Dann hatte man entsprechende Anhörungen auch im Ausschuss. Landesregierung hat das alles abplätschern lassen an sich. Und die Unternehmer, wenn man es ganz hart formuliert, jetzt auch im Regen stehen lassen. Und das ist die Konsequenz jetzt daraus, dass die gutgläubigen Unternehmer dann nicht alle, aber ein Großteil auch die Gelder jetzt zurückbezahlen müssen. Und aus den Gesprächen heraus, aus meinem Wahlkreis, aus meinem Dunstkreis, sage ich mal, mit den Unternehmern, mit denen ich mich unterhalte, ist es auch, ich sag mal, 60-40, dass sie freiwillig das Geld auch zurückgezahlt haben, weil sie eben dieser Unwägbarkeit in den nächsten 10 Jahren in keinster Weise ausgesetzt sein möchten. Das kurz mal zu dem Thema Corona-Soforthilfe. Also ich glaube auch, dass uns das Thema noch lange beschäftigen wird, weil ich denke mal, durch diese Probleme wird es immer wieder im Parlament oder auch in den anderen Gremien irgendwo aufploppen. Und ich kann nur empfehlen, man sollte das nicht kampflos hinnehmen. Man sollte dort versuchen, irgendwelche Rechtsmittel einzulegen, um dort eventuell nicht die Leute zu überzeugen, die das entscheiden, dass dort eben von seitens der Landesregierung eben viele Fehler gemacht wurden, nicht, weil ich kann nicht Hü sagen und dann haut mein. Also das funktioniert so nicht. Und von daher bitte nicht aufgeben, sondern wirklich alle Rechtsmittel einlegen und dann
schauen wir mal, weil, wie gesagt, das wird das Parlament noch lange beschäftigen, da bin ich mir sicher, weil das wird jetzt erst alles so peu à peu eintreffen, aber man wird daran arbeiten und man wird das irgendwie auch nicht aus den Augen verlieren als Fraktion. Ja, du hast gerade schon in die Richtung, sage ich mal, gelenkt und auch was ganz Wichtiges angesprochen. Zum einen, klar, dagegen vorgehen, juristischen Beistand suchen, um gegen diese Entscheidung dann auch Rechtsmittel einzulegen. Aber was der viel schwerwiegende, ich sag mal, Schaden ist in dieser ganzen Situation, ist doch eins, und zwar die Unglaubwürdigkeit, die wir als Politiker im Allgemeinen, ob wir jetzt direkt daran beteiligt waren oder nicht, spielt jetzt eine untergeordnete Rolle. Aber es sind Aussagen getroffen worden von Politikern, die in Verantwortung stehen. Und zwar in einer Verantwortung eines Bundeslandes. Und diesen Versprechen, den Aussagen, konnte man im Nachhinein in keinster Weise vertrauen. Und das ist in meinen Augen der viel schwerwiegende Nachteil. Das Vertrauen ist weg, das Vertrauen ist gebrochen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Menschen irgendwann mal an Politikverdrossenheit sich an keiner Wahl mehr beteiligen oder auch keiner Aussage eines Politikers mehr trauen. Ne? Und ich glaube, da haben wir aber auch in den letzten Jahren, seitdem es die AfD gibt, ein bisschen Aufbauarbeit geleistet, denn seitdem es uns gibt, wird über Politik wieder trefflich diskutiert, nicht nur in öffentlichen Medien oder in Medien generell, sondern auf dem Stammtisch, in den Sportvereinen, in den sonstigen Vereinen, die es gibt, in den Verbänden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir trotz dessen diese Vorfälle sind und trotz dessen auch klar viele Fehler passieren, wir dazu unseren Beitrag leisten, dass wir eben das Vertrauen, was die Menschen in uns gesetzt haben, auch weiter fördern und weiter uns auch an die Vorgaben, die wir uns selber gegeben haben, eben halten. Genau. Ja, werte Zuschauer, wir kommen jetzt allmählich zum Ende des Bürgerdialoges und damit auch zur letzten Frage, die da heißt: Wie steht es um den Tourismus und die Gastronomie in Brandenburg? Ja, das ist wieder mal eine Frage für den tourismuspolitischen Sprecher. Also ja, wie steht es um den Tourismus, wie steht es um die Gastronomie? Also in der Corona- oder in der Lockdown-Phase, in der Shutdown-Phase, wie man es auch immer nennen möchte, war ich auf vielen Veranstaltungen im Spree-Neiße-Kreis in Cottbus, wo zum einen Gastronomen, um jetzt mal das eine Thema anzuschneiden, auf sich aufmerksam gemacht haben. Gastronomen haben von heute auf morgen, mehr oder weniger von heute auf morgen, ein Stück weit konnten sie ja noch ihr Geschäft auflassen und wurden dann aber, ich glaube, 2 Wochen nach dem 14. März, glaube ich, war dann sozusagen der Tag, der den Shutdown sozusagen vollzogen hat. Nach 14 Tagen haben dann auch die Restaurants, Gaststättenbetriebe zumachen müssen und wurden, und das ist die Erkenntnis, sehr, sehr lange in Unkenntnis gelassen, wie es mit ihrem Bereich überhaupt weitergeht, bis sich unsere Gesundheitsministerin dazu geäußert hat, bis sich unsere Landesregierung dazu geäußert hat. In der Zeit gab es viele Veranstaltungen, wo die Gastronomen auf sich aufmerksam gemacht haben und wo sie auch schlüssige Konzepte vorgestellt haben, wie sie sich das vorstellen nach Corona in ihrem Bereich. Ein Bereich, den ich sehr sympathisch finde und auch unterstütze, der wurde jetzt für ein halbes Jahr umgesetzt, und zwar, dass die Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke runtergesetzt worden sind. Da war ich glaube und meine persönliche Meinung und aus den Gesprächen auch mit den Spitzenverbänden hier in Brandenburg heraus, ist es ganz klar, dass es nicht nur eine Eintagsfliege sein darf, sondern eine dauerhafte Entlastung auch für diesen Bereich umgesetzt werden müssen. Also dass die Gastronomen unter anderem in diesem Bereich eine Möglichkeit haben, zukünftig auch von einem vergünstigten Steuersatz partizipieren zu können. Und das ist jetzt wahrnehmbar, dass dort die Akteure sehr, sehr mobil sind in dem Bereich und auch mit Politikern oder bei Politikern, bei den entsprechenden Verbänden auch dafür werben. Und dann schauen wir mal, wie die Gespräche jetzt in der nächsten Zeit ausgehen. Was aber wahrnehmbar ist, in beiden Bereichen Tourismus und Gaststätte oder Restaurant, dass die Menschen doch raus wollten. Also ich sag mal, so einen Monat Shutdown, das war noch halbwegs ertragbar. Wenn ich jetzt durch meinen Wahlkreis fahre, dort ist Tourismus sehr, sehr groß geschrieben, Burg Spreewald, Lübbenau, Spreewald generell, Cottbus. Die Menschen wollen raus, genießen auch den schönen Abend in der Gastronomie. Es ist aber dennoch aus den Gesprächen heraus zu erkennen, dass es ein anderes Weggehverhalten ist. Viele haben sich anfangs oder immer noch nicht getraut, auch wirklich ihr Weggehverhalten wieder so anzupassen,
wie es vor Corona war. Also auch die Auslastung und die Einnahmenmöglichkeiten der Gastronomen und der touristischen Bereiche sind trotzdem noch geringer als vor Corona. Und da gilt es jetzt, Maßnahmen umzusetzen, die in diesen Bereichen greifen. Wenn ich jetzt mal die Maskenpflicht nehme, was ja aktuell ist, Österreich hat jetzt ihre Maßnahmen auch wieder ein bisschen verschärft. USA hat man heute gelesen und gestern ist die Maskenpflicht, oder zumindest der Präsident möchte, dass dort auch doch die Masken getragen werden. Das ist für mich immer so eine fragwürdige Situation hier bei uns. Man verlangt, dass man, wenn man beim Bäcker oder im Café oder im Restaurant entsprechend betritt, eine Maske trägt. Und wenn ich mir dann aber anschaue, wenn die Menschen zusammensitzen am Tisch und selten 1,50 Meter Abstand haben, trotzdem keine Maske getragen wird. Also diese Gegensätze, da frage ich mich, ist es denn noch akzeptabel, diese Maßnahme zumindest in dem Bereich auch aufrechtzuerhalten und die Menschen bewusst daran zu hindern, wegzugehen, weil sie Angst haben, dass sie sich anstecken etc. pp. Also da bedarf es mal klarere Aussagen, auch von unserem Gesundheitsministerium und generell von der Landesregierung. Und im touristischen Bereich ist es so, ich glaube am letzten Wochenende, man sieht es vielleicht auch ein bisschen an der Hautfarbe, viele in meinem Wahlkreis unterwegs im Spreewald. Und der Spreewald ist zumindest meine Wahrnehmung voll. Dennoch bedarf es Auflagen, die Hotelbetreiber, die Pensionbetreiber erfüllen müssen. Und sie sind eher unglücklich, denn genau da trägt auch die Situation bei, dass in Brandenburg, also zumindest ist das die Wahrnehmung, die ich signalisiert bekomme, die Aussagen, die ich bekomme, dass es den Großteil der Menschen tatsächlich davon abhält, auch Urlaub zu machen im Spreewald aufgrund der Maskenpflicht, weil sie eben nicht wissen, zum einen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie ins Restaurant gehen, wenn sie zum Bäcker gehen, wenn sie sich draußen oder in öffentlichen Einrichtungen einhalten, wenn sie sich irgendwo hinsetzen. Und weil sie eben auch durch das Signal, was da nach außen gesendet wird, auch Angst haben, sich anzustecken, weil sie vielleicht zu dem Risikopersonenkreis gehören. Und das sind immer noch große Herausforderungen, die die beiden Bereiche ganz stark betrifft, also zumindest auch in meinem Wahlkreis und mit den Verbänden und mit den Unternehmen, die ich hier in Brandenburg, zu denen ich einen direkten Kontakt habe. Ich glaube auch, der Inlandstourismus hat eine gewisse Chance, weil man sieht die Leute wirklich, man sieht sie Fahrrad fahren, weil die wollen raus, die wollen was machen. Also dadurch ist viel Bewegung drin. Natürlich bei der Gastronomie, muss ich mal sagen, ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, weil eben wirklich Leute viel weniger in die Gaststätten gehen, aufgrund dieser Abstandsregelung, aufgrund gewisser Maskengeschichten, die man dort machen muss. Und da sage ich immer, die Gastronomen freuen sich, dass sie das jetzt teilweise wieder machen können, aber sie haben eigentlich einen viel höheren Aufwand und viel weniger Einnahmen. Also ob das alle Gastronomen so oder weiteres überstehen werden, wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube, zum Ende des Jahres, wie gesagt, die werden sich jetzt noch über 1, 2, 3 Monate durchhangeln irgendwo in der Hoffnung, dass es irgendwelche Lockerungen gibt und dass die Menschen wieder mehr raus und besser raus können. Aber ich glaube, bei der Gastronomie wird es nochmal einen ordentlichen Einschlag geben. Also so leid, wie es mir tut. Und ich kann auch nur an jeden appellieren, geht Armut essen, macht. Ich unterstütze die heimische Wirtschaft nicht. Und von daher. Da kann man aber auch mal ein paar gute Worte nochmal zur heimischen Gastronomie und alle Beteiligten, die in den Bereichen aktiv sind, die Maßnahmen vollumfänglich auch umsetzen. Also man merkt auch, dass klar viele, viele Fragende oder viele Fragezeichen weiterhin vorhanden sind, aber man merkt auch, dass die Unternehmer gewillt sind, auch Vorgaben umzusetzen, um wieder für ihre Gäste da zu sein, um wieder ihr Geschäft, ihr Lebenswerk teilweise auch wieder zum Laufen zu bringen. Denn das darf man nicht vergessen. Wir sprechen immer über Gastronomie und Tourismusbranche. Da hängen Existenzen dran. Ne? Das sind teilweise Familienunternehmen, das sind junge Unternehmer, die sich, einen Lebenstraum erfüllt haben, ihr Erspartes genommen haben, sich eine Gastronomie-Einrichtung aufgebaut haben, übernommen haben. Und die stehen jetzt natürlich extrem, nicht nur die, alle anderen auch, vor großen Herausforderungen. Also man muss auch immer diesen Aspekt betrachten. Aber ich wollte nochmal ein Lob aussprechen, also an die Gastronomen, die ich in meinem Wahlkreis und in den Gebieten, wo ich jetzt in Brandenburg unterwegs war, die sich Mühe geben, die sich wirklich Gedanken machen, wie sie mit neuen Konzepten auch ihren Gästen, wohlwollend gegenüberstehen und einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche bescheren wollen. Also da gibt es wahnsinnig viel Kreativität auch in diesem Bereich und da bedarf es einfach auch nur Unterstützung. Und unsere
unser Tourismuskonzept, was wir seitens der Bundestagsfraktion haben mit dem Herrn Münzelmeier, gibt es ja auch ein paar Punkte, die wir als AfD fordern und wofür wir uns stark einsetzen. Also für Interessenten einfach mal auf der AfD-Fraktion Bundestagsseite. Jetzt mache ich mal für unsere Kollegen im Bund ein bisschen Werbung, aber da haben wir auch schöne Konzepte im Tourismusbereich, unter anderem auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, im Gaststättenbereich die 7% dauerhaft und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Und damit herzlichen Dank an Michael Hanke und Daniel Münschke. Danke, dass ihr heute aus euren Wahlkreisen in Spree-Neiße nach Potsdam gekommen seid. Und liebe Zuschauer, auch an Sie, vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie dabei waren heute beim Online-Bürger-Dialog. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Mittwoch, 19 Uhr, zur gewohnten Stunde. Für Sie eine gute Woche. Machen Sie es gut. Tschüss. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss.